willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Schmucksammlung. Ich hoffe, ihr hört mich, weil mein Mikrofon, die Batterie war leider leer. Ich hoffe, es halt nicht so. Heute geht es um meine Schmucksammlung, deswegen sitze ich hier auch an meinem Schminktisch, weil hier ist so die erste Anlaufstelle, wo ich meinen ganzen Schmuck auf, wo ich meinen halben Schmuck aufbewahre. Ich habe schon sehr viel Schmuck, muss ich sagen. Also am besten, ihr nehmt euch irgendwie was zu trinken oder so und macht es euch gemütlich, weil ich glaube, dieses Video wird sehr lang. Ich möchte nämlich nicht mehr so viel schneiden und das... Ja, wie gesagt, im letzten Demo habe ich ja erzählt, dass ich so mehr diese Real-Videos liebe und genau. Deswegen nehme ich euch nämlich gleich auch noch mit in mein Ankleidezimmer, weil da habe ich nämlich auch noch die andere Hälfte von meinem Schmuck. Und ja, das ist so nämlich das allererste, wo ich meinen Schmuck aufbewahre. Ich habe dieses kleine Ding mal bei Real gekauft für 15 Euro oder so, 10, 15 Euro. Es war auf jeden Fall im Angebot. Und ich fand es so schön und ich finde immer noch total schön. Das einzig Blöde ist, dass das hier, das kann man nicht aufmachen und das hier auch nicht. Ich habe da wirklich lange rumgedoktert, bis ich mal gecheckt habe, dass man das nicht aufmachen kann. Also es ist wirklich nur diese eine Schublade hier und da befinden sich so die ganzen Sachen. Ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter. Ich muss hier auf meinen Ausschnitt achten. Ich habe wieder ein richtig geiles Oberteil heute an für dieses Video. Ich fange erstmal damit an, was ich trage. Und zwar sind das ist so eine Dreierkonstellation. Die ist ganz neu. Die habe ich zugeschickt bekommen. Also ich verheimliche euch das auch nicht. Deswegen werdet ihr jetzt hier irgendwo auch ein P, Produktplatzierung oder so zu erkennen, euch einblenden, zu erkennen sein. Ich liebe diese Konstellation. Ich finde ja, man kann ruhig Silber, Gold und Rose Gold ruhig miteinander kombinieren. Und ich trage die so gerne, gerade so zu einem komplett schwarzen Outfit, so was ich heute trage. Ich gehe gleich arbeiten, deswegen bin ich heute so schick. Also ich laufe im Alltag, glaube ich, nicht so schick rum. Und ja, ihr solltet euch den Online-Shop mal angucken. Die haben wirklich ganz tolle Sachen. So vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kriegt ihr auf jeden Fall das, was ihr auch wollt. Also von der Qualität her ist das Bombe. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Achso, meine Kette, die habe ich von ASOS. Die hat, keine Ahnung, 10 Euro gekostet. 8, 9, 10 Euro, irgendwie sowas. So ein Choker mit Lederband. Hinten kann man das, kann ich euch das ja mal zeigen. Hinten ist das mit so einem Verschluss. Also man muss das nicht irgendwie zuknoten oder so. Auch eine ganz tolle Kette, die ich wirklich sehr gerne trage. Und dann habe ich hier noch zwei Ringe, das sind diese hier. Ich blende euch am besten einfach in eine Aufnahme ein. Den hier, den habe ich von And Other Stories, als ich in Hamburg war mit meiner Schwester, habe ich mir diesen Ring hier gekauft. Finde ich auch sehr schön, allerdings ist die Qualität ist halt Modeschmuck und ich sehe schon, dass die Farbe so ein bisschen blasser wird. Den hier, den ganz zarten, den liebe ich ohne Ende. Den habe ich auch schon extrem lange. Den habe ich mal bei Kaufhof gekauft. Auch für wenig Geld. Ist auch echtes Silber, aber den finde ich so toll, weil er eben so schlicht und so clean ist. So, boah, ich glaube, dieses Video wird wirklich endlang. Ich hole euch jetzt einfach mal nah ran, damit ihr auch seht, ja, was ich hier so alles drin habe. Vielleicht zeige ich, muss ich euch alles zeigen? Ich glaube, das wird dann... Also das sind so meine Highlights und die zeige ich euch jetzt einfach mal. So. So, fangen wir hier oben mal an. Also das sind auch die Ohrringe, die ich gekauft habe bei And Other Stories, als ich mit meiner Schwester in Hamburg war. Die trage ich sehr gerne, so in zweiter Reihe. Ich habe nämlich auch noch einen anderen Ohrring, den habe ich jetzt euch gar nicht gezeigt. Den zeige ich euch jetzt in der Nahaufnahme. Hat auch nicht viel gekostet. Wie ihr seht, habe ich die auch wieder im Sale gekauft für 6 Euro dann. Finde ich richtig schön. Ja, das ist der Dingens, wo halt hier dieser Ankauf, so heißt das, wo dieser Ankauf drin war. Auch wirklich eine tolle Qualität. Und das behalte ich halt immer. Da kann man das super gut aufbewahren. Dann kommen wir zu einem Trommelwirbel bitte, zu einem ganz tollen Geburtstagsgeschenk von meinem Schatz. Wir haben heute übrigens Hochzeitstag. Da hat er mir mal was ganz Tolles gekauft. Also ich zeige euch das jetzt mal. Ja, der Alex, der spinnt manchmal. Ist ein bisschen teuer alles. Tada! Ein Buchstabe und zwar ein L für Louis. Dann kommen wir zu den anderen Ketten. Zum Beispiel die, die ich in meinem DM-Haul getragen habe zuletzt. Und das ist die hier. Die habe ich gekauft, da war ich mit meiner Schwester in Hamburg auf dem Phoenix-Markt. Das ist so ein Designermarkt und die habe ich da gekauft. Ich blende euch jetzt mal die Adresse ein, wo ich die Kette gekauft habe. Die haben, glaube ich, auch einen Online-Shop und wirklich eine tolle Qualität für nur 20 Euro, Leute. Eine richtig tolle Kette. Gefällt mir sehr, sehr gut.
und ist zugleich auch noch ein Andenken an die schöne Zeit in Hamburg. Ich liebe Hamburg wirklich total. Dann die zweite Kette, die ich auch in meinem DM-Haul getragen habe, das ist die hier. Ich habe die so rumgetragen. Eigentlich gehört sie so rum. Die habe ich von H&M. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet hat. Ich glaube, den gibt es aber auch aktuell noch. Habe ich noch eine goldene Kette. Die habe ich in Düsseldorf gekauft, in einem kleinen Laden. Das ist so eine Kette, ja, die hat so einen Ring hier. Ich fand die ganz süß und ich fand die ganz passend zu meiner Kette. Die zeige ich euch gleich. Die hat auch, ich glaube, 20 Euro gekostet. Kommen wir zu der Kette, die ich auch sehr gerne trage. Die habe ich von Brigitte Bijou, mal was Silbernes. Die hat hier so einen schwarzen Knopf in der Mitte. Ich trage die aber auch gerne so herum, weil ich die Muster ganz toll finde. Hat auch nicht viel gekostet. Ihr kennt die Preise ja von Brigitte Bijou, also ist aber auch echtes Silber. Kommen wir zu meinen Ringen. Da zeige ich euch vielleicht mal so ein paar Highlights. Und zwar diesen hier. Den habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Der kommt nämlich eigentlich hier rein. Das ist von Thomas Sabo. Ich auch sehr gerne trage. Das ist dieser hier. Das ist auch so eine Wellenform. Finde ich auch sehr schön. Den habe ich auch von Brigitte Bijou. Die gibt es da auch noch. Also das ist eigentlich ein echt Silber. Der war mal auch in Rose Gold und hat jetzt schon so ein bisschen die Farbe verloren. Diesen Ring, Leute, der ist bestimmt 30 Jahre alt. Na gut, nicht ganz 30, 20 Jahre alt. Den habe ich damals mit meiner besten Freundin, die ich in der Schulzeit hatte, da habe ich diesen Ring gekauft. Und den habe ich irgendwann mal wiedergefunden, als ich umgezogen bin. Und der hatte hier mal so Rillen auch. Den habe ich auch damals von Brigitte Bijou gekauft. Und die Rillen sind jetzt schon weg, aber das hängt für mich einfach ein Stück Erinnerung dran. Und deswegen habe ich den noch. Aber ich trage den auch sehr gerne so. Zum Beispiel in Kombination mit dem. Auch ruhig mit diesem Rose Gold Schmuck hier. Dann kommen wir zu meinen Armbändern, die ich auch unglaublich gerne trage. Das sind diese beiden hier und da zu diesem hier habe ich auch eine kleine Story. Also dieses Armband hier ist schon ein bisschen eingefärbt durch Selbstbräuner und so, das war mal weiß. So, kommen wir aber zu diesem Armband hier und das, da steckt auch eine kleine Story dahinter und das habe ich in Düsseldorf auf dem Karlsplatz gekauft. Da ist ja immer so ein Markt und da war halt irgendwann mal so ein Stand und da saß dann so ein Mann mit seiner Tochter, also die waren auch gar nicht so alt, also er war, keine Ahnung, Anfang 30 oder so. Die waren so total süß, die beiden. Ich möchte euch bitten, da auch mal vorbeizuschauen, weil die wirklich alles Hand machen, Hand anfertigen. Ich fand das so schön und die beiden so süß, dass man das auch einfach unterstützen muss. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. So, und ich würde sagen, das war es auch schon hier aus dieser Schublade. Gehen wir doch mal rüber ins Ankleidezimmer. Ganz kurz, das habe ich doch vergessen. Hier mein Lederband, Lederhalsband. Da werde ich auch ganz oft gefragt. Das ist ein ganz normales Lederband. Das habe ich auch auf dem Karlsplatz gekauft in Düsseldorf. Also, da solltet ihr auch mal gucken. So, ihr lieben Leute, da nehme ich euch mal mit. So, hallo. Das ist mein Outfit für die Arbeit. So, hier ist das Ankleidezimmer. Total aufgeräumt. Das sind alles Sachen hier, die ich verkaufen möchte. Die habe ich mal ausgemistet. So, also so ist die reale Größe, kleiner Unifurz, ja, und so sieht es dann aus, wenn ich auf einem kleinen Hocker stehe. Ich würde sagen, ich fange als erstes mal mit meinen ganzen Uhren an, die ich noch habe, bis auf die hier, ich habe ja noch mehrere. Nehme ich auch auf, ja. Ich habe zwei Michael Kors Uhren, die habe ich mir auch nicht auf einmal geholt, die habe ich mir die allererste, ich zeige euch die erste, das ist die hier, das ist eine goldene Michael Kors Uhr. Dann habe ich noch eine silberne, also das ist meine silberne Michael Kors Uhr, die trage ich auch sehr gerne. Die habe ich zu Weihnachten bekommen, vor, ich glaube, 2-3 Jahren oder so. Und die habe ich hier, die goldene, die habe ich in dem ersten, unserem ersten gemeinsamen Urlaub habe ich die gekauft, die goldene, mit Alex. Auch schon ein bisschen was her. Wir haben ja, wie gesagt, heute Hochzeitstag und zwar den 4. Wir sind aber 7 Jahre ungefähr zusammen. Also im November sind wir 7 Jahre zusammen. Und heute haben wir unseren 4. Hochzeitstag. So, dann habe ich noch zwei Uhren, die ich auch unglaublich gerne trage. Die habe ich auch zugeschickt bekommen. Das sind diese Daniel Wellington Uhren. Das ist einmal die hier in Gold. Und dann habe ich die noch in Silber. Finde ich auch toll. Dann, Leute, mein Herz blutet. Ich habe hier eine Tiffany-Kette. Da habt ihr mich auch ganz oft gefragt, wo ich die her habe. Und das ist meine silberne Kette mit dieser kleinen Platte, wo auch ein L drauf ist. Das ist die hier.
meine Lieblingskette. Die bedeutet mir unendlich viel. Die habe ich mir in Amerika gekauft und da ist halt auch ein L drauf. Und ja, mein Sohn hat da letztens mit der Schere gespielt und hat die so einmal durchgeschnitten. Da ist mein Herz zerbrochen, aber ich hoffe, man kann sie reparieren. Dann habe ich hier noch so ein paar Armbänder, einmal von Juicy Couture. Das habe ich mir auch in Düsseldorf, ach, in Düsseldorf, in Amerika gekauft, in so einem Outlet-Store. Das ist hier so eine ganz rustikale Armbandkette. Oh, dann habe ich mir das von BCBG, eine Sache, die ich wirklich nur ein einziges Mal anhatte, aber die eigentlich schon ziemlich teuer war. Kombination, ich weiß nicht, wie es heißt, aber so eine Kette halt mit einem Armreif mit einem Ring. Ja, finde ich ganz schön, aber nur so für besondere Anlässe. So im Alltag würde ich das jetzt nicht tragen, ist so ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber es war auch nicht so billig jetzt. Genau, dann habe ich hier noch so ein paar Armbänder. Ach, ich habe hier auch noch so ein paar farbige, die zeige ich euch gleich. Ich gehe auch oft bei H&M meinen Schmuck kaufen. Kommen wir zu meinem farbigen Schmuck. Ich weiß nicht, manche wissen es vielleicht, Türkis, so hellblau-Türkis ist meine Lieblingsfarbe. Und die habe ich letztes Jahr im Sommer sehr gerne getragen. So die Kombination habe ich alle, bis auf das hier. Da gibt es auch wieder eine Story zu. Die hier habe ich auch bei Bijou Brigitte Bijou gekauft. Bijou Brigitte, ich habe keine Ahnung. Dieses Armband hier habe ich auf Mauritius gekauft. In unseren Flitterwochen. War ja schon ein bisschen kaputt. Also dieses Gummi, das ist nicht mehr so. Ja, es löst sich langsam auf. Und mir würde das Herz bluten, wenn es kaputt geht. Ich habe hier so ein paar Knoten reingemacht, aber ich kann es halt nicht mehr tragen, weil ich Angst habe, dass es kaputt geht. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, mal von meiner Schwester, die übrigens gerade in Australien ist. Ich glaube, sie kann mein Video jetzt nicht sehen, aber ich grüße dich trotzdem hier mit meiner Schwester. Die macht da so 3 Wochen Backpacking. Ist bestimmt ganz spannend. Hätte ich auch gerne gemacht früher. Dann kommen wir zu einem Armband, was ich auch noch sehr gerne trage. Und das ist das hier. Das habe ich mal bei Hallhuber gekauft. Auch im Sale. Das hat, glaube ich, nur 10 Euro gekostet oder so. Fand ich ganz witzig. Ja, und das ist eigentlich so das Spannendste, was ich euch so zeigen kann. Die ganzen anderen Sachen, die ich jetzt nicht mehr so oft trage, ich glaube, die interessieren euch auch nicht so wirklich, oder? Ich hoffe, euch hat dieses verrückte Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, hinterlasst mir mal ein Feedback, ob euch dieses Video gefallen hat, ob euch diese Art von Videos gefällt. Ich freue mich ja wirklich sehr, dass der DM-Haul so gut angekommen ist. Der war ja auch ungefähr so in diesem Style. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.